Alter, leck mich am Arsch! Denn jeder, der es wagt, den Krieg zu zerstören, wird von mir fortgejagt, mit deiner Kraft zu spüren. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku Teil 2. Wir gehen aufs Finale hinzu. Los geht's. Was sollen wir bloß tun? Hat denn niemand einen Plan? Wir können nichts tun. Ich fürchte, das ist das Ende. Cell hat uns alle besiegt. Hör zu. Ich weiß einen Weg, die Erde zu retten. Ich werde die momentane Teleportation einsetzen, um Cell auf Meister Kaios Planeten zu befördern, wo er explodieren wird. Auf Wiedersehen, Freunde. Du hast gut gekämpft, Gohan. Ich bin stolz auf dich. Was? Papa! Kümmere dich gut um deine Mutter. Sag ihr, dass ich keine andere Wahl hatte, Gohan. Mach's gut, mein Sohn. Goku, nein! Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade totale Gänsehaut. Oh mein Gott. Er ist weg. Papa! Es ist keine Schande zu weinen, kleiner Freund. Das ist alles meine Schuld. Papa hätte sich nicht opfern müssen. Ich wünschte, ich wäre an seiner Stelle. Gohan, ohne dich wären die Erde und wir alle nur noch Geschichte. Du hast uns gerettet. Dein Vater war sehr stolz auf dich und er hat getan, was er tun musste. C18, ich hätte sie beinahe vergessen. Sie braucht unsere Hilfe. Sie lebt noch. Krillin, lass den Cyborg in Ruhe. Sofort. Wenn er noch lebt, sollten wir ihn sofort vernichten. Hey, was ist das? Nein! Das gibt es doch nicht! Er ist zurück! Meine Genauigkeit hat mich nicht verlassen. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Stimmt was nicht? Überrascht mich zu sehen. Was willst du von uns, Cell? Nichts! Ich habe nun alles, was ich brauche, wollte wissen, wie ich überlebt habe. Es ist mein Design. Schicke Alufelgen, Chromostattung. Jeder einzelne meiner Zellen hat ein eigenes Leben. Es ist unmöglich, mich zu zerstören. Ich werde immer wiederkehren. Nach der Selbstzerstörung überlebte eine einzige winzige Zelle, die den Kern meines Wesens enthielt. Sie begann, sich zu reproduzieren und meinen Körper Zelle für Zelle wieder aufzubauen. Innerhalb kürzester Zeit war mein Körper wieder hergestellt. Und zu meiner großen Freude hatte ich noch all meine Kräfte. Dann entdeckte ich, dass ich auch die Technik der momentanen Teleportation gelernt hatte. Irgendwie habe ich dieses Wissen von Goku absorbiert. Goku ist gescheitert, so wie ihr alle. Du machst mir keine Angst, Cell. Trunks ist schwer verletzt, aber er lebt noch. Ich denke nicht, dass er durchkommt. Genau. Yangshu, bring ihn weg. Trunks, mein Sohn, wie konnte ich das nur zulassen? Er hat alles für mich geopfert. Und ich habe ihn einfach ignoriert. Ich gebe mir nicht auf. Es ist noch Zeit, sich zu ändern. Cell hat mich reingelegt. Er hat über meine Saiyajin-Herkunft gespottet. Dieses Mal ist er zu weit gegangen. Dafür wird er bezahlen. Warum beschützt du Vegeta? Ich werde euch Saiyajins nie verstehen. Du bist stur. Okay. Jetzt verstehe ich, was Dr. Gero mit ultimativer Perfektion gemeint hat. So wie Piccolo kann ich mich voll regenerieren, solange mein Kern überlebt. So wie bei den Saiyajins wächst meine Kraft gewaltig, wenn ich mich von einem Angriff erhole.
Und wie Und wie Freezer kann ich überall überleben, sogar im Vakuum des Weltalls. Ich dachte, Gero hätte mich für die Zerstörung der Erde erschaffen, aber jetzt erkenne ich meine wahre Bestimmung. Mit meiner neuen Technik der momentanen Teleportation kann ich von Welt zu Welt reisen und eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Ich bin das Ende des Universums. Stimmt was nicht, Gohan? Willst du mich jetzt nicht aufhalten? Das ist sinnlos. Wir haben alle verloren. Wir haben verloren. Jetzt werden wir alle zusammen sterben und meinen Vater wiedersehen. Du machst wohl Witze, Gohan. Du willst jetzt schon aufgeben? Das ist aber nicht der Gohan, den ich von früher kenne. Papa? Wo bist du? Im Jenseits. Dank Meister Kaio kann ich mit dir telepathisch kommunizieren. Ich habe die momentane Teleportation verwendet, um Cell und mich von der Erde zu Meister Kaios Planeten zu bringen. Oh. Es war der einzige Ort, der mir eingefallen ist. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Cell zu besiegen, Gohan. Starte die stärkste Energieattacke, die du kennst. Du darfst nicht an dir zweifeln, nein. Und bemitleide mich nicht. Meister Kaio und ich amüsieren uns prächtig hier oben. Sprich nicht für dich selbst, Planetenzerstörer. Aber es ist alles meine Schuld. Ich bin schuld an deinem Tod. Keine Schuldgefühle. Wenn irgendwer schuld ist, dann Cell. Lass ihn dafür bezahlen. Das werde ich. Komm her, du. Dich mache ich doch noch locker fertig. Hier, ein paar Schläge in die Rippe. Einen unterm Kiefer. Ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Und einmal kurz scannen, damit ich das nicht wieder vergesse. Weil jetzt ist er ja der perfekte Cell, sondern noch stärker. Okay, weiter geht's. Hauen wir drauf. Ding, 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 ding. Guck mal. Bam. What the hell? Oh mein Gott, epische Szene. Nein. Oh, ich liebe diese Szene. Steig nicht mehr an, Gohan. Dies sind deine letzten Minuten, Kleiner. Verschwende sie nicht. Episch. Einfach episch. Wie alle auf einmal wieder zusammenarbeiten. Gegen Cell. Könntest du damit aufhören, dich einzumischen? Oh mein Gott. Oh oh. Hör, Gohan. Du kannst gewinnen. Und alle stehen wieder. Oh, das ist so episch. Ich liebe diese Szenen. Ohne Scheiß, es gibt nichts Geileres. Sie stehen Schlange, um zu sterben. Na komm schon, Vegeta. Ah! Lass es raus, Gohan. Lass alles raus. Denk an die Schmerzen, die er verursacht hat. All die Opfer. Mach dir diese Kraft zunutze. Verabschiede dich! Bam! Vegeta! Gohan, das ist deine Chance! Oh, ich brauch schon zu trinken, ey. Boah. Leck mich am Arsch. Er hat es geschafft. Cells Energie ist komplett verschwunden. Heißt das, wir sind wieder sicher? Ja, mein Freund, sieht so aus. Die Welt zu retten scheint Gohan ziemlich erledigt zu haben. Mach dir keine Sorgen, Gohan. Wir bringen dich zu Dende. Er wird dich heilen. In dem Trunks. Gut, ich trage C18. Was? Nun, sie ist Cells Opfer. Wir können sie nicht genauso gut... Wir können sie auch genauso gut mitnehmen. Auf geht's, Piccolo. Geht voraus, Jungs. Das war sehr tapfer, was du getan hast. Spar dir das Lob. Geh schon, ich brauche keine Hilfe. Wie du meinst.
Wie konntest du nur sterben, Kakarot? Was bleibt jetzt für mich? Nun werde ich niemals die Chance bekommen, meine Stärke gegen dich zu beweisen. Du starbst ohne Furcht. Was macht das aus mir? Was für einen Sinn hat mein Leben jetzt? Oh mein Gott. Satan! Was zum Teufel ist passiert? Also, wenn man nicht... Ich habe es selbst besiegt. Ganz allein. Wie hast du das gemacht? War ganz einfach. Die ganzen Lichter und Effekte und Tricks gingen mir so auf die Nerven. Ich habe ihn einfach angebrüllt. Hey, ich hab die Schnauze voll. Von deiner Show. Dann bin ich zu ihm rübergegangen und hab ihm eine verpasst. Boom! Aber was ist mit dem kleinen Jungen und seinen Freunden geschehen? Na, sie haben sich herzlich bei mir bedankt und sind nach Hause gegangen. Ach, du bist so ein Spaten, Satan. Oh, I hate you, du kleiner Dreckier. Oh, Bastard. Satan ist jetzt als Charakter verfügbar. Er ist jetzt ein verfügbarer Charakter, das habe ich ganz vergessen. Oh, geile... ZZTV. Tagebuch aktualisiert. Gott. Das war's fast, Leute. Wir können jetzt noch Mr. Satan spielen, das ist ja cool. Dann machen wir das, glaube ich, auch zuerst, oder? Stimmt, wir können ihn nehmen. Gut, schauen wir ihn uns mal an. Stufe 40. Okay. Wir müssen zur westlichen Hauptstadt, glaube ich, weil das wurde angezeigt, dieser Fernsehsender. Gucken wir uns den mal eben an. Wo war der denn nochmal, der Fernsehtower? War der hier? Nein. Hier sind die. Ach mein Gott, lauf doch mal. Der Vollidiot. Satan. Mr. Satan, der Spaten ist... Nein! Mr. Satan muss auf Level 50. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich werde mich drum kümmern. Ja, Leute. Eine traurige Szene. Mit Goku. Gänsehaut-Feeling pur. Ich brauche nun gerade mal eine Pause, weil ich finde das so emotional, also so intensiv auch. Also die meisten werden das nicht nachvollziehen können, aber als wirklicher Dragon Ball-Fan, so wie ich es bin, sind das sehr dramatische und heftige Szenen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe von Goku, Teil 2. Ein letztes Mal gemeinsam. Bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku.